Da wir Sterblichen eigentlich soziale Wesen sind, ist es schwer vorstellbar, wenn jemand völlig abseits leben kann. Aber die Häuser auf dieser Liste beweisen das Gegenteil. Bleibt dran, um herauszufinden, warum ein ehemaliger Sträfling, der zum Mönch wurde, seit 28 Jahren im Himmel lebt und um andere isolierte Häuser von Menschen kennenzulernen, die die Gesellschaft hassen müssen. Amazing! Woohoo! Felsenhaus. Auch bekannt als Hausfelsen an der Drina. Diese behelfsmäßige Unterkunft mit nur einem Zimmer hat eine ganz schöne 60er-Jahre-Sommerspaßgeschichte. Die Legende lautet in etwa wie folgt. Im Sommer 1968 suchte eine Gruppe von Jungen Abkühlung, um sich von den heißen Temperaturen in Serbien zu erholen. Die Wellen erschöpften die Gruppe, noch bevor sie das Ufer erreicht hatten. So kamen sie auf die geniale Idee, Bretter vom Flussufer zu holen und sie auf einen zerklüfteten Felsen zu bringen, auf den sie sich zuvor niederlassen wollten. Sie bauten weiter, bis ihre Notunterkunft fertig war. Und bevor du fragst, nein, es gibt kein Bett darin. Gerade genug Insel. Im Gegensatz zu Drinas Haus verfügt dieses über ein Schlafzimmer. Die Insel in St. Lawrence Strom in Kanada ist gerade groß genug für die Familie Sisland, die das Stück Land 1950 gekauft hat. Die 306 Quadratmeter große Fläche ist die kleinste bewohnte Insel in der Gegend. Mit nur einem Haus, einem Strauch, einem Baum, ein paar Stühlen und einem eigenen Strand sollte das Haus eigentlich ein abgelegener Urlaubsort sein, doch seine alles andere als gewöhnliche Lage machte es sehr schnell zu einem Ort, an dem die Leute ihr Fernglas zücken. Hallo, wir sehen dich! Norwegische Hütte. Diese abgelegene Behausung im norwegischen Åkrafjorden ist so geschickt getarnt, dass du sie bei einem Spaziergang übersehen würdest. Die 35 Quadratmeter große Hütte, die vom Architekturbüro Snohetta entworfen wurde, ist durch die Verwendung von Gras und Steinen strategisch gut versteckt und verschwindet in der Landschaft. Sie bietet Platz für etwa 21 Personen und verfügt über eine Feuerstelle, Betten sowie einen Lager- und Kochbereich. Du kannst die Hütte zwar nicht zu Fuß erreichen, aber keine Sorge, ein guter altmodischer Ausritt tut's auch. Casa do Penedo. Um dich ein wenig aufzuwärmen, reise virtuell in den Norden Portugals. Die Casa do Penedo, auch bekannt als das Felsenhaus, wurde 1972 von einem Ingenieur namens Guimarães erbaut und sieht aus, als wäre er direkt einer Feuerstein-Episode entsprungen. Leider wohnen Fred und Co. nicht in dem prähistorischen Gebäude, aber das Haus wurde in ein Museum umgewandelt, in dem historische Erinnerungsstücke ausgestellt sind, die nicht nur das Gebäude, sondern auch die umliegende Landschaft zeigen. Das zweistöckige Haus soll trotz fehlender Elektrizität sehr gemütlich sein und verfügt über eine Küche, ein Wohnzimmer, einen Schlafbereich und sogar einen Pool. Das Geheimnis des Monte Cristallo. Das angeblich einsamste Haus der Welt verblüfft seit mindestens 100 Jahren, weil niemand genau zu wissen scheint, wie es entstanden ist. Es liegt am Hang des Monte Cristallo in den italienischen Dolomiten und wurde angeblich im Ersten Weltkrieg von italienischen Soldaten genutzt. Die einzige Möglichkeit, den verlassenen Platz zu erreichen, ist über Strickleitern, Seilbahnen und einen felsigen Bergpfad, den nur die Mutigsten ertragen können. Das Austernhaus. Das Austernhaus in Sacado, Frankreich, ist ähnlich wie die Insel Just Room Enough, nicht völlig vom Rest der Welt abgeschottet, aber da es inmitten eines Gewässers liegt, wird man so oder so seine Ruhe haben. Das Austernhaus hat seinen Namen von einem Austernparkwächter, der einst mit seiner Familie in dem Haus lebte. Es liegt auf der Insel Nidstage und seine babyblauen Türen sind schon von Weitem zu erkennen. Anders als Just Room Enough ist das Austernhaus groß genug, um mehrere Stühle und Bäume unterzubringen. Face House. Von Wasser umgeben zu sein ist eine Sache, aber wie wäre es, komplett unter der Erde zu leben?
Dank des Opalabbaus vor mehr als 100 Jahren begannen die Schürfer nach dem farbenfrohen reichen Edelstein zu graben und Faith House wurde zu einem dieser Räume. Es befindet sich in der Old Water Tank Road in Cooper Pedy, dem unterirdischen australischen Dorf und verfügt über eine Küche, eine Bar, einen Keller und sogar einen Pool im Wohnzimmer. Obwohl Faye selbst nicht mehr in dem Haus wohnt, gehört es jetzt einem älteren Ehepaar und du kannst für nur $5 eine Führung bekommen. Das Haus von Vals. Das Gebäude im schweizerischen Dorf Vals sieht aus wie eine Satellitenschüssel und scheint echt unwirklich. Die große kreisförmige Öffnung des Hauses liegt schräg unter dem Boden und bietet vor allem nachts, wenn die Sterne leuchten, einen herrlichen Blick auf die umliegende Landschaft. Eine Steintreppe führt hinauf und hinunter in den Innenhof, wo sich eine Küche, ein Gästezimmer und ein Unterhaltungs- und Essbereich befinden. Ähnlich wie bei Faiths Bude ist das Haus im Grunde unterirdisch, sodass der Bedarf an Heizung oder Kühlung minimal ist. Solvay-Hütte. An dieser Stelle könnte man die Schweiz auch als das Land bezeichnen, das keine Nachbarn braucht. Die Solvay-Hütte im Kanton Wallis ist mit einer Höhe von 4.003 Metern angeblich die höchste Hütte in den Bergen. Obwohl Berghütten an sich nichts Ungewöhnliches sind, ist eine, die so hoch liegt, was echt Besonderes. Nun, bis jetzt jedenfalls. Sie wurde im August 1915 gebaut und nach dem Belgier Ernest Solvay benannt, der die Hütte als Dank für die Stunden, die er selbst in den Bergen verbracht hat, gestiftet hat. Da er erkannte, dass plötzliche Gewitter zu Tragödien führen können, dient die Hütte selbst als Unterschlupf und soll denen, die die Berge erkunden, Schutz bieten. Isle of Skye. Das Designbüro Dualchast Architects hat die perfekte Mischung geschaffen. Dieses fantastische Haus auf der Isle of Skye kombiniert Lärchenholz mit traditionellem schottischen Stein und wirkt wie aus einem Thriller. Vom Eingang aus gelangt man in ein Wohn- und Esszimmer, während die Küche ein kurzes Versteckspiel im hinteren Bereich wagt. Die Abgeschiedenheit und die strategisch geplante Plattform über dem Wasser geben diesem Haus genau die richtige Mischung aus Ruhe und Geheimnis. Cottage auf dem Dach. Ein Haus auf dem Dach eines anderen Hauses. Auch wenn es nicht unbedingt ein neues Phänomen ist, hebt sich dieses kleine Haus auf dem Dach einer Luxuswohnung im West Village in der Greenwich Street in New York durch seinen Landhausstil von den anderen ab. Der Besitzer David sagt, ein Besuch im Haus eines Freundes in Elk Lake, Pennsylvania habe ihn dazu inspiriert. Auch wenn es aufgrund der Fliegengittertür und der hölzernen Verandaschaukel so aussieht, als ob es an einem Ort der Ruhe liegen würde, musst du dich nicht wundern, wenn du stattdessen ständigen Verkehrslärm ertragen musst. Futuristische Männerhöhle. Den Begriff Männerhöhle haben wir schon alle mal gehört, aber ich bezweifle, dass du so etwas wie diese hier schon gesehen hast. Der Neuseeländer Jonah Williams hatte die geniale Idee, seinen eigenen, bewohnbaren, sicheren Raum hoch im Himmel zu bauen. Das zylinderförmige Ding wird nur mit Sonnenenergie gespeist und alles von seinem Handy aus gesteuert. Es verfügt über ein Rundum-Sichtfenster, eine Sitzecke, ein Doppelbett, einen Kühlschrank und sogar eine eingebaute Bieranlage. Über eine Leiter kannst du ganz einfach ein- und aussteigen. Die Insel Eliday. Eliday im Süden Islands beherbergt mehrere Inseln, aber nur eine von ihnen sorgte für Aufsehen, als vor einigen Jahren ein Bild von einem scheinbar einsamen Haus in der Mitte eines großen Stück Landes im Internet kursierte. Entgegen der landläufigen Meinung ist das Foto nicht bearbeitet. Und nein, die isländische Sängerin Björk lebt nicht hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Insel ist etwa 44,5 Hektar groß und das einsame Haus, das zur Lodge umfunktioniert wurde, hat tatsächlich Strom und verfügt über zwei voll eingerichtete Etagen. Klippenhaus. Häuser, die das tosende Meer überblicken, sind nichts Neues. Aber wie wäre es mit einem, das buchstäblich am Rande des Ozeans steht? Dieses atemberaubende fünfstöckige Haus in Australien scheint der perfekte Zufluchtsort zu sein.
Der Entwurf von Modscape Concepts basiert auf Bildern von Seepocken, die sich an Schiffsrümpfen festhalten. Die einzige Möglichkeit, das Haus zu betreten, ist das Dach, wo dich ein Aufzug empfängt, der dich von Stockwerk zu Stockwerk befördert, wobei jedes Stockwerk einen eigenen Wohnraum hat. Nach gründlicher Recherche müssen wir sagen, dass dieses Haus noch nicht gebaut wurde, aber Pläne für den Bau sind in der Tat in Arbeit. Katski Pilar. Nein, das ist kein Clickbait und ja, es gibt wirklich einen ehemaligen Sträfling, der zum Mönch geworden ist und seit etwa 20 Jahren hier lebt. Maxim Quattarze, der 1993 zum Mönch wurde, trank und verkaufte in jungen Jahren Drogen, was zu einem Gefängnisaufenthalt führte, der den Ausschlag für seine Konversion gab. Inspiriert von Stylithen und weil er früher als Kranführer gearbeitet hat, ist die Höhe von 40 Metern für ihn kein Problem. Hier oben in der Stille kannst du Gottes Gegenwart spüren, sagt er. Nun, das können wir nicht ausprobieren, weil wir nicht den Mut haben, dort hochzuklettern. In welchem Haus aus diesem Video würdest du am liebsten wohnen?